Warum ich als zwar völlig von Chancen leide, aber wenn von 100 Akademikerkindern 71 studieren und von 100 Nicht-Akademikerkindern nur 24, dann zeigt sich die Unruhe im System. Kolleginnen und Kollegen, die Bundesregierung hat mit der zweimaligen Erhöhung des BAföG und der massiven Erhöhung der Stipendien mit in den letzten Jahren viel Geld in die Hand genommen. Das muss man auch mal erkennen. Und das ist auch ein Erfolg unserer Lobbyarbeit, nämlich der der Gewerkschaft und des DGB, auch in Zusammenarbeit mit den Studenten. Und ich finde es hervorragend, dass die Hans-Böckler-Stiftung mit ihrer Aktion Du studierst, wir zahlen, sich genau an die Gruppe gewandt hat, die sonst nicht zur Uni geht, und dass die Bundesregierung jetzt noch mal 400 Stipendien mehr finanziert, spricht auch für das Engagement der Bürgerstiftung, das will ich an dieser Stelle auch mal sagen.